Mr. Zyxes ging zurück in die andere Dimension, um seinen alten Kollegen Jason wiederzutreffen. Auf der Suche nach Jason hat er seinen Hut gefunden und etwas Blut von ihm. Jetzt hat er Jason wiedergefunden, aber er scheint verändert zu sein. Werden wir herausfinden, was mit ihm geschehen ist? Warum zur Hölle hast du auf mich geschossen? Die Frage kann ich dir beantworten, Mr. Zyxes. Als dein Freund eines Tages auf dem Boden schlief, habe ich ihn eines Tages eines übergebraten. Das erklärt auch das Blut, was du letztens gefunden hast. Und als ich ihn bewusstlos dann geschleift habe, habe ich ihn eine Gehirnwäsche unterzogen, so dass er mir seine Befehle ausführt. Ja. Wenn ich schon keinen Volk kommandieren kann, dann versuche ich wenigstens euch beide zu kommandieren. Denn wenn ich untergehe, sollt ihr mit untergehen. Du Monster! Du hast keine Moral! Jason, das ist alles nur eine schlimme Gedankenwäsche. Konzentrier dich. Denk an unsere schöne Zeit, die wir zusammen hatten. Keine Sorge, Mr. Zyxes. Dir wird nichts passieren. Das Einzige, was du tun musst, ist stehen bleiben und dich zu ergeben. Dann darfst du auch ohne Schmerzen weiterleben. Tut mir leid, Jason, aber du lässt mir keine andere Wahl. Das ging gerade noch gut, jetzt schnell hier raus. Na los, steh da nicht so wie angewurzelt, verfolge ihn. Oh, das war eine blöde Idee, hier wieder zurückzukommen. Jason hat eine Gedankenwäsche gekriegt und will versuchen, mich jetzt umzubringen. Und der Diktator ist böser denn je. Ich muss einfach zurück in meine Dimension. Nur so kann alles wieder gut werden.